Hallo liebe Fisch- und Fangabonnenten. Wir wollen uns heute einmal mehr mit meinem Lieblingsfisch beschäftigen, mit dem Hecht. Der ist im Winter oftmals etwas lethargisch und viele glauben, dass man ihn dann nur mit ganz extrem unbewegten Ködern fangen kann, sprich mit No- oder mit Slow-Action-Shads. Das ist ein großer Irrtum. Sie sind zwar im Winter durchaus nicht so aktiv, wie sie es im Sommer sind, aber das ändert nichts daran, dass der Hecht von Natur aus ein Augenräuber ist, der auf den Schlüsselreiz Bewegung ganz besonders intensiv reagiert. Ich werde natürlich heute weniger mit Kunstködern angeln, sondern wie immer meinem Steckenpferd, dem Naturköderangeln, treu bleiben. Und ich werde euch heute zeigen, wie viele verschiedene Methoden es gibt, einen Naturköder in Bewegung zu versetzen. Und damit ich nicht den Eindruck erwecke, dass ich zig verschiedene Modelle von Naturködern ausprobiere, sprich Meeresfische, Stint, Makrele, Hering, Rotauge, Brasse, werde ich nur eine einzige Sorte Köderfisch verwenden, nämlich den Stint, um zu zeigen, dass es wirklich der Bewegungsreiz ist, der den Hecht zum Anbiss verleitet. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Fangen wir also gleich damit an. Die erste Methode, den Naturköder in Bewegung zu versetzen, ist die freie Leine. Ich knote einfach einen Wirbel direkt an die Hauptschnur, habe nur einen Bleischrott drauf, das nicht unbedingt erforderlich ist, das muss man den Gegebenheiten anpassen. Und dann das übliche Doppeldrilling-System mit 2 6er-Drillingen. Wichtig dabei ist, dass das Stahlvorfach extrem weich ist. Normales 7x7 reicht mir da nicht. Es gibt auch da sehr krasse Unterschiede. Ich habe hier eins drauf von Prologic. Das ist ein extrem weiches. Das zeige ich euch gleich nochmal kurz. Und bestücke jetzt hier meine Montage mit diesem Stint. Das Vertikalangeln ist ja bei den Kunstköderangeln in den letzten Jahren immer mehr beliebt geworden. Das heißt natürlich, dass ich das mir als Naturköderangler auch zunutze mache. Gerade unter Brücken ist es immer ideal, wenn das möglich ist, unter die Brücke drunter zu gehen, wie hier auf diesem wunderschönen Steg. Dann kann man die mal einfach vertikal abzupfen. Dafür ist eine lange Route ideal. Warum? Zeige ich euch jetzt. Vertikalangeln mit Kunstköder wird ja meistens nur vom Boot aus praktiziert. Da kann man hinfahren, wo man möchte und kann mit extrem kurzen Routen agieren. Ich habe das Problem, ich bin unter der Brücke ja gebunden an meinen Standplatz. In einer langen Route kann ich vertikal unter meiner Rutenspitze fischen, kann jetzt, wie ihr hier seht, auch in der Mitte der Brücke den Grund abklopfen mit meinem Stint, wenn ich so leicht zupfend jetzt über Grund ziehe. Und ihr seht noch ein kleines Gimmick, was ich mir da eingebaut habe, das ist der kleine Stopper. Den habe ich drauf, damit ich mir die Tiefe genau einstellen kann, weil ich ja ohne schweren Bleikopf fische, habe ich nicht immer die perfekte Kontrolle, ob er am Grund ist. Dabei hilft mir der Stopper dann. Dann sehe ich ganz genau, dass der Stint sich in der richtigen Tiefe bewegt. Ihr könnt euch denken, warum ich dieses super weiche 7x7 verwende. Das liegt daran, dass der Stint, den ich jetzt an der freien Leine anbiete, natürlich ganz natürlich absinken soll, damit der Hecht keinen Verdacht schöpft. An der Posenmontage lege ich da nicht ganz so großen Wert drauf. Da kann man auch ein 7x7 in einer etwas dickeren Ummantelung nehmen, das ist kein Problem. Denn diese extrem weichen haben auch meistens gleich wieder den Nachteil, dass die Tragkraft etwas geringer ist. Da muss man also ein bisschen aufpassen, dass man die Bremse richtig einstellt. Den großen Vorteil, den ich als Naturköderangler beim Vertikalangeln habe, ist der, ich kann die auch einfach mal ablegen und irgendwas anderes machen. Eine Tasse Kaffee trinken oder meinen Kombi anziehen, wenn es mir zu kalt wird an der Brücke. Hier zieht sie mich wie Hechtsuppe und ich habe jetzt doch immer die Chance, dass jetzt gleich meine Leine hier läuft, vorausgesetzt, ich schalte den Freilauf auf ein. So, und hier habe ich euch noch das Stahlvorfach mitgebracht. Das Zeug heißt Soft Flex Wire, wie gesagt, von Prologic, butterweich. Ist schweineteuer, das Zeug, aber für dieses spezielle Einsatzgebiet, da ist es mir das mal wert, mir da hin und wieder meinen Vorfach draus zu binden. So, jetzt geht es mir schon besser. Hier habe ich jetzt wieder eine interessante Stelle gefunden. Der Kanal wird hier deutlich schmaler an der Brücke. Ihr seht das auch an den steilen Wänden. Ich muss hier auch einen Kescher verwenden. Die Außenkurve hier sorgt dafür, dass sich das Wasser hier staut. Und dadurch wird das Wasser richtig kräftig durch die Brücke gepresst. Und obwohl kaum Strömung vorhanden ist, reicht das aus, um jetzt unter der Brücke meinen Köder hervorragend drunter treiben zu lassen. Das ist die zweite Möglichkeit, einen Naturköder in Bewegung zu versetzen. Und schön dicht an die Mauern werfe ich meine Köder gerne. Denn meistens stehen die Hechte direkt da dran, warten auf das, was vorbeigetrieben kommt unter den Brücken. Die wissen ganz genau, da wo die Strömung ist, da kommt auch Nahrung angetrieben. Und das mache ich mir jetzt hier zunutze, indem ich die ganz sachte unter der Brücke durchtreiben lasse.
Lange Ruten sind dabei von Vorteil, damit kann man hervorragend werfen und die Köder auch gut dirigieren und auch ein bisschen korrigieren in der Drift, die nicht immer ganz so hinhaut, wie man das gerne möchte. Wie Sie hier, hat 3,75 Meter, das ist eine ideale Länge. Der Stint hängt einfach mit dem Kopf nach unten mit dem üblichen Doppeldrilling-System und ich werfe nochmal aus, das war mir nämlich nicht dicht genug an die Mauer. Der kann die ruhig touchieren. Klatsch, habt ihr gesehen? An die Mauer dran. So ist das perfekt. Von ganz besonderer Bedeutung ist natürlich, dass der Köder auch in der richtigen Höhe treibt. Lotet also erstmal kurz. Seht zu, dass er wirklich knapp über Grund geht. Ich habe den Stopper jetzt ein bisschen höher geschoben. Denn jetzt werde ich versuchen, ihn mal in der Mitte unter der Brücke entlang treiben zu lassen. Das ist nämlich auch gar nicht mal das Verkehrteste, weil das die tieferen Stellen sind. So, mein treibender Köderfisch hat einen Interessenten gefunden, wie man sieht. Dach wieder ab. Den gibt es jetzt auch nicht mal allzu lange Zeit. Jo. Den Stint losgeschüttelt. Man kann es sehen, das schwimmt da. Ein kleines Hechtlein. Wollte den treibenden Köder. Wunderbar. Das hat ja wieder auf Anhieb funktioniert. Schon steil hier. So, hier ist schönes feuchtes Moos. Da kann man ihn dann ablegen. Ja, Haken sitzt noch gut erreichbar. Das ist immer das Problem beim Stint. Man muss sehr schnell anschlagen. Ihr seht, der hintere sitzt schon kurz vorm Schlund. Da komme ich gleich problemlos ran. Notfalls holt man ihn durch die Kiemen raus. Da ist der erste Fisch auf den bewegten Köder. Man sieht, es funktioniert. Auch im Winter sind die Fische oft aktiver, als man annimmt.